Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Dieses Gesetz bildet die Grundlage dafür, dass in Deutschland niemand aufgrund ethischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität benachteiligt und damit diskriminiert werden kann. Anwendung findet das AGG in zwei Lebensbereichen, im Arbeitsleben und bei sogenannten Alltagsgeschäften. Beispielhaft für eine Benachteiligung im Arbeitsleben ist die Beförderung eines männlichen Mitarbeiters, obwohl eine weibliche Kollegin genauso gut oder sogar besser für die Position geeignet wäre, jedoch die Möglichkeit eines längeren Arbeitsausfalls aufgrund einer eventuellen Schwangerschaft bestünde. In Alltagsgeschäften kann eine Diskriminierung vorliegen, wenn beispielsweise ein Vermieter seine Wohnung ausschließlich an deutsche Mitbürger vermietet. Oder der öffentliche Nahverkehr nicht von Rollstuhlfahrern benutzt werden kann. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass unter gewissen Umständen eine Ungleichbehandlung durchaus erlaubt sein kann. Zum Beispiel, wenn für eine Filmrolle ein männlicher Schauspieler gesucht oder für den Job eines Pastors die katholische Religion vorausgesetzt wird. Wenn für einen Job eine sehr lange Einarbeitungszeit notwendig ist, können auch Bewerber, welche kurz vor dem Renteneintritt stehen, aufgrund des Alters abgelehnt werden. Auch beispielsweise ein Frauenparkplatz stellt keine Diskriminierung der männlichen Bevölkerung dar, da dieser der Sicherheit einer bestimmten Personengruppe dient. Wenn nun eine entsprechende Diskriminierung im Arbeitsleben festgestellt wird, hat der Beschäftigte das Recht, sich beim Arbeitgeber zu beschweren. Dieser muss der Beschwerde nachgehen und dafür sorgen, dass die Diskriminierung dauerhaft eingestellt wird. Diese Beschwerde darf keinen Nachteil für die diskriminierte Person mit sich bringen. Außerdem kann die betroffene Person innerhalb der gesetzlichen Fristen auf Entschädigung und sogar Schadenersatz klagen. Die Beweispflicht liegt hierbei dann bei dem Arbeitgeber. Falls dieser den Prozess verliert, kann das erhebliche finanzielle Strafen zur Folge haben. Dieses Klagerecht gilt auch in Alltagsgeschäften. Zusätzlich dazu kann man sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Diese stellt eine kostenlose juristische Erstberatung zur Verfügung und dient als Ermittler bzw. verweist an weitere kompetente Stellen.